Nicht immer müssen Landesgrenzen auch Trennung und Abgrenzung bedeuten. Das zeigt der Blick nach Schwedt an der Oder. In einer evangelischen Grundschule zum Beispiel arbeiten 6 Kolleginnen, 4 davon kommen aus Polen. Aber das ist nur ein Beispiel für den regen Austausch, den Antje Klingbeil und Sascha Seibert dort beobachtet haben, als sie für ZDF in mehrere Wochen für uns dort verbracht haben. Leise, ja? 1, 2, 3, 4. Martin Osiecki kommt aus Polen und unterrichtet seit 2012 an der evangelischen Grundschule in Schwedt Musik und Sport. Täglich pendelt er vom knapp 80 Kilometer entfernten Stettin nach Deutschland. Meine Ausbildung wurde sozusagen sofort anerkannt. Gleichwertig mit dem Diplom, was ich auch hier hätte machen können. Auch Kamil Majerski ist polnischer Lehrer in Schwedt. Heute unterrichtet er Geschichte. Ganz unten ist die Pyramide. Wie sieht die Pyramide aus? Ist sie sehr breit? Kamil ist wirklich sehr nett. Er ist auch ein toller Lehrer, erklärt die Sachen gut. 4 der 6 Lehrer an der evangelischen Grundschule in Schwedt sind aus dem polnischen Nachbarland. Wir haben das große Glück, dass wir direkt an der polnischen Grenze wohnen. Und dadurch konnten wir unseren Lehrermangel ausgleichen, indem wir polnische Lehrkräfte hier anstellen konnten. Jenseits der Oder in Polen besuchen die Schweter gerne Beata. Seit 17 Jahren betreibt sie in ihrem Wohnhaus ein Café mit Kuchen, natürlich selbst gebacken. Die meine Gäste, das ist wie meine Familie. Die Deutschen lieben den Blick auf die Oder. Viele hier sind Stammgäste, auch weil die gelernte Köchin immer gut gelaunt ist. Beata ist eine ganz herzliche Person mit Witz und Charme. Freundlich und der Kuchen schmeckt wirklich bombastisch. Feste Öffnungszeiten gibt es bei Beata nicht. In der Saison bewirtet sie einfach dann, wenn Gäste kommen. Zurück in Schwedt. Theaterprobe an den uckermärkischen Bühnen. Hier haben sie das einzige deutsch-polnische Ensemble in ganz Brandenburg. Beim Weihnachtsmusical Der kleine Muck spielt Katarzyna Kluczna die Rolle als Zikade, zum Teil in ihrer Muttersprache. Das ist natürlich immer, freut mich, diese Möglichkeiten, wenn ich darf, das auf Polnisch auch was sprechen und spielen. Für deutsche Zuschauer soll Polnisch wie eine Zaubersprache wirken. Für polnische Gäste ist es ein Willkommensgruß. Ansonsten spielt das Ensemble auf Deutsch. Die Übersetzung wird auf einem Display über der Bühne angezeigt. Als Theater an der Grenze, grenzenlos zu sein, bedeutet schon, dass man sich auch an die Zuschauer wendet in Polen. Ab Ende November ist Der kleine Muck hier im Schweter Theater zu sehen für ein deutsch-polnisches Publikum. Ja.